Oh, jetzt weiß ich auch, was mir die Leute im Stream noch gesagt haben und zugeschrien haben. Und mir ist es gar nicht aufgefallen, aber es ist mir jetzt eben aufgefallen. Ja, ich habe eine Mauer verschoben, auch nicht schlecht. Okay, dann packen wir die mal an den Platz und jetzt viel Spaß beim Suchten. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Toto, beim Clan. Ja, ihr seht's rechts oben. Ich bin in der Suchtklinik, deswegen auch das viel Spaß beim Suchten. Aber ich komme gleich erst auf den Clan. Wir schauen uns erstmal einen CK-Angriff an. Der ist eben gelaufen hier und den hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Also auch ich sehe den jetzt erstmalig hier. Hier geht's also erstmal mit dem Queenwalk durch diese doch ja, stark gerushte Base hier. Also ist, glaube ich, ein 15er Clankrieg und das ist der 14. also der vorletzte. Das ist ein Engineered-Account, also ohne Infernos und vor allen Dingen auch ohne dritten X-Bogen. Oder sehe ich einen? Nein, ich sehe keinen. Also hier geht es jetzt erstmal mit einem Queenwalk los und nach wie vor, ja, auch so eine Base verteidigt, denn ihr seht das, die Base, so wie ich das jetzt gerade so halbwegs beurteilen kann, ist noch nicht ganz maxed out. Also da, oder doch? Ja, ich glaube, sie ist doch maxed out. Die goldenen Bogenschützentürme lassen darauf deuten, dass auch die durch sind. Ich muss die noch komplett bei mir ein Level durchmachen. Also zumindest hier mit dem Avatar geht aber wieder ein bisschen voran hier. Ich bin jetzt erstmal froh, dass mich der Myflower hier eingeladen hat. Also er war einer der ersten, als ich mit dem Avatar aus dem Clan Tirol 1809 raus war. Der erste, der bei mir eigentlich Schlange stand. Was heißt Schlange stand? Ich hatte schon einige Einladungen, aber ich habe einfach der ersten gefolgt, ohne jetzt zu schauen, was ist das für ein Clan und wie ist der besetzt, wie ist der belegt. 10er, 11er, Clan-Level ist mir sowieso egal. Und ist ein Level 7 Clan hier. Also noch nicht im zweistelligen Bereich, hier geht also einiges und ja, wir sehen hier geht auch einiges, nämlich mit Valkyren und dem Pekka. Okay, oh. Eieiei, ich sehe es jetzt schon wieder. Nein, sie nimmt sich der Bauhütte an. Wunderbar, also Queen vergisst zumindest die Bauhütte hier nicht und hier oben ja, wird noch ein bisschen verteidigt, aber ich denke mal mit dem Dicken hier, so nenne ich ihn ja immer ganz gerne. Jetzt geht es nochmal durch die vielen, vielen kleinen Fallen. Okay, der konnte jetzt noch gezündet werden. Queen noch gezündet. Da oben ist noch eine Bauhütte. Aber ich denke mal, Zeit reicht auch für die. Jawohl, hat er gut gemacht hier. 3 Sterne hier im unteren Bereich. Der Krieg ist noch nicht vorbei. Also hier geht noch einiges. Und mal sehen, was ich noch irgendwie mir wie festhalte. Aber ich komme erstmal kurz zu dem Clan hier. Ich bin also in der Suchtklinik. Neues Therapiezentrum für gestresste Suchtis. Finde ich sehr, sehr gut. Ich gehe mal davon aus, dass es dann auch einen Clan gibt, der da einfach heißt Suchtklinik. Ich denke mal, das ist der zweite Clan hier. Also so eine Art Partnerclan oder zweiter Clan. Und freut mich auf jeden Fall, dass ich hier jetzt erstmal untergekommen bin und ich habe gleich eine Tech, damit die mal wegkommt. Und zwar ist es der Mirak. Der Mirak vom Clan Wallsouls.de ist relativ hoch gerankt in Champion 1 mit, ja, als Rathaus 9er ist das schon, finde ich, sehr, sehr sportlich. Also Glückwunsch. Verteidigen tut man jetzt in der Range nicht mehr so wirklich. Wir gucken uns mal die Base an. Die Truppen sind maxed out. Als Rathaus 9er, oder habe ich da jetzt eine, habe ich was übersehen? Ich glaube, ich habe nichts übersehen. Nein, ich habe nichts übersehen. Und, das sieht mir als eine starke Base aus. Ich meine, immerhin hat er einmal verteidigt. Und ja, King außen, ja, kann man machen. Ich bin da kein Fan von. Vor allen Dingen in den Clan-Spielen. Mache 50% an Kings und dann ist er natürlich schön draußen am Tänzeln. Den snackt man sich mal eben weg. Aber sicherlich nicht mehr in Champion. Aber Base sieht gut aus hier. Luftabwehren immer noch ein bisschen gedeckt von den Magiertürmen und den Bogenschützentürmen zur Unterstützung. Die stehen auf Boden-Luft, wunderbar, kann ich auch immer nur empfehlen. Ich weiß nicht, warum die Funktion überhaupt da ist, dass man ihn auf Boden stellt, aber in manchen Bases macht es vielleicht Sinn, einmal auf Boden zu haben, wo man sehr, sehr schlecht rankommt und der dann zumindest Erdtruppen gefährlich werden kann. Aber auch hier in dem Bereich hier unten wird die Luft zumindest gut abgedeckt durch die Magertürme und natürlich dann durch die X-Bögen, denn du musst hier schon relativ stark in die Mitte kommen, um
an das Rathaus hier zu kommen, aber ich denke mal, das sieht ganz gut aus und er ist jetzt ein Champion 1, das ist, ja, Glückwunsch, finde ich echt super, ich bin mit meinen Neunern nie so weit gewesen, oh, hier geht ja doch noch was im Labor, habe ich hier jetzt doch noch was übersehen, Pekka hat er, Drachen hat er, eigentlich hat er alles. Vielleicht könnt ihr mir mal wieder sagen, was ich mal wieder nicht sehe, was hier noch hochgeht. Aber ich kann mir vorstellen, es ist, glaube ich, der Erdbebenzauber. Ist es der Erdbebenzauber? Erdbebenheil, einer von diesen Zaubern wird es ja sein. Und ja, ich weiß es gar nicht. Vielleicht habe ich es mal wieder übersehen. Naja, Toto und seine Vielaugen. Okay, ja, was wollen wir eigentlich machen? Wir stecken ja aktuell im Golem-Event, das habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen. Ich habe es auch sogar mitbekommen und Clan spiele erst in 5 Tagen. Wunderbar. Also in den Clans, wo ich jetzt mit dem Toto bin und auch mit dem Avatar hier, bleib ich immer mindestens bis nach den Clan-Games. Also das dauert jetzt natürlich noch ein bisschen, denn ich glaube, die nächsten Clan-Games gehen auch 6 Tage. Also da gibt es reichlich Punkte zu sammeln. Wir haben hier ja schickes Buch, was wir uns erspielen können. Und ich habe ein Buch, aber ihr wisst, die Bücher, die man aus den Events bekommt, also ich kriege dieses Buch ja jetzt gar nicht weg, da müsste ich schon Power und elendig farmen, die stacken. Das heißt, da werden dann 2 Bücher stehen. Wir gehen jetzt auch mal rein, genug geschnackt hier, Toto. Und da wollen wir mal mit so einer Armee auch angreifen. Ich habe einen Lupenrein Gulalun am Start, also mal so eine ganz klassische Armee, weil ich 2 Golems benutzen muss und ja, da bietet sich das so ein bisschen an, einfach auch mal wieder mit Truppen so ein bisschen loszuziehen, mit dem man normalerweise jetzt nicht so angreift, wenn man nicht gerade am Pushen ist. Na, jetzt hatte ich gerade schon Aufnahme stoppen gedrückt, um die Suche hier ein bisschen zu überspringen, aber den, ich glaube, den können wir mal mitnehmen, denn der hat hier hinten schöne Luftabwehr außen stehen, beziehungsweise eigentlich 2 super Luftabwehren für uns zu erreichen und ich denke, ich entdecke auch, da hinten ist die Queen, okay. Ist mir das jetzt egal? Ist mir das jetzt egal? Ja, ich glaube, es ist mir erstmal egal. Wir gehen hier mal rein. Einmal, zweimal, jawohl, der geht da auf die Ecke, das ist super. Da haben wir schon mal eine Riesenbombe ausgelöst und meine Mauerbrecher, ihr seht das, es sind Fastträger geworden. Sie sind ein Level weiter, das ist natürlich super und ich freue mich auch, dass ich die so weit, och nö, jetzt kommt da ein Golem raus, ich kotze. Ein Golem in der Clanburg ist immer nicht ganz einfach. Deswegen ziehen wir unseren Golem hier nochmal nach. Und denn wenn der zerplatzt, dann wird er mir hier sicherlich meinen König jetzt kaputt machen. Okay, Queen ist noch da. Dann würde ich sagen, können wir schon mal, ich gehe jetzt erst mit den Hunden rein und ziehe dann die Loons hier mal über diese Flanke nach. Müssen wir mal gucken, wie die jetzt fliegen. Das ist ja immer, manchmal ist es ja gar nicht so schwer, beziehungsweise es ist sehr schwer, hier mit der Maus zu arbeiten. Mal gucken, ich unterstütze, ja, fliegen die auch mal in die Halle. Ach, ich nehme die Allzauber auch so, dass garantiert die Luftballons da nicht reinfliegen. Ah, meine Queen. Jetzt habe ich mich nur um die Luftballons hier gekümmert, dass die irgendwie, die waren ja jetzt so mal richtig gar nicht in Eile, ne? Ich hatte jetzt gerade so das Gefühl, die Allzauber, ja, die sind jetzt aber mal so wirklich nicht gut. Und jetzt muss ich habe ein paar Welpen. Ach nee, ich habe dann noch den Golem, der da alles auf sich denkt. Ah, das ist ja krass. Das ist ja super. Okay, aber ich muss jetzt, nachdem der Bogenschützenturm hier weg ist, muss ich, glaube ich, meine beiden Lakis hier mit rausziehen. Mal gucken, ob die das Gespür zur Queen jetzt aufnehmen. Das wäre natürlich super. Oder die kleinen Welpen hier. Oder aber, jetzt lassen die hier ja gleich nochmal fallen. Oh, der Feger, der macht mir das Leben jetzt schwer. Die Queen ist aber noch fokussiert auf die Ballons und, oh nein, meine Welpen gehen mir alle kaputt und auch meine Loons. Oh, also die waren jetzt wirklich, das waren ja jetzt, boah, waren das langsame Loons. Aber ist nicht so schlimm, wir haben das Dunkle, wir haben ihn in jedem Fall auf 0. Also Ziel erreicht hier, wenn auch ein nicht so toll effektiver Angriff hier. Jetzt nehmen die sich noch den King da, ja. Okay, haben wir zumindest schon mal hier das erste, ich glaube, es war mein erster Angriff im Sack und ich werde auf jeden Fall noch einen zweiten machen. Ich lasse jetzt mal recken. Ich habe noch eine ganz komplett auch für mich ungewöhnliche andere Armee mal am Start. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht mal im Clankrieg mit angegriffen
Und da wollen wir gleich mal sehen. 14 Sekunden, ich denke, da oben das Lager kriegen die leider. Das kriegen sie leider nicht mehr. Das wird der Tesla machen. Ja, das können wir aufgeben hier. 92, okay, aber 3000 dunkles und ich bin nur noch relativ hoch. Nächste Armee habe ich auf jeden Fall am Start. Machen wir einen kurzen Cut und dann machen wir einen zweiten Angriff. Ja, und ab und zu gucke ich mir auch mal Bases von meinen Freunden an. Also dieses ist ein Arbeitskollege von mir, der Hero Wolf. Und der ist in einem Clan, wo ich auch schon mal, ich war da früher auch U18 Bunker. Und der hatte mir gestern mal wieder eine Information von sich gegeben. Es ist ihm jetzt schon das zweite Mal passiert, dass er die Queen gelevelt hat und die Queen ein Level nicht weiter hochgeht. Das heißt also, er war sich sicher, dass er die Queen auf 37 angestoßen hat. Ich glaube für 160.000 und hat dann noch so ein paar Minuten gehabt. Hat sich gedacht, komm, 5 Gems, dann ist die fertig. Und dann blieb die auf 36 und er hat sich schon mal mit dem Supercell Support rumgeschlagen. Ich glaube, damals war die Queen von 24 auf 25 oder so, ging auch nicht hoch. Genau die gleiche Situation und er wendet sich auf jeden Fall jetzt an den Support. Vielleicht habt ihr da ähnliche Erfahrungen und könnt da vielleicht was zu sagen. Also ich beobachte zwar immer so ein bisschen so meine Freunde, wie geht's denen, beziehungsweise wie geht's in der Base weiter und so weiter, aber ich hatte das jetzt nicht im Blick und ich konnte es ihm jetzt leider nicht sagen, wie hoch seine Queen war, aber ich meine, ich glaube ihm schon, wenn er sagt, ich habe die mit 5 Gems auf 37 fertig gemacht und sie steht jetzt auf 36 da, ja, ist natürlich ein bisschen traurig, ich weiß nicht, und vor allen Dingen bei ihm ist es schon das zweite Mal passiert, was natürlich sehr, sehr unglücklich ist und dadurch hat er natürlich echt Zeit verloren, er hat dadurch verloren, extrem viel Dunkles und das ist so richtig mal ärgerlich und oh, ich würde sagen, ja, den nehmen wir einfach mal mit hier, ihr seht, was ich für eine Armee habe hier, das ist ein Rathaus 9er, den muss er jetzt mal schaffen, also der Luftangriff, der war ja, bah, oh, der war super, super mau und ich wollte jetzt nicht sagen, das war ja peinlich, aber es war peinlich. Es war schon peinlich und ist aber alles nicht so schlimm. Wir wollen ja den Spaß am Spiel hier vor allen Dingen wahren. Und deswegen, ja, so schlimm ist das jetzt nicht. So, hier machen wir einen Sprungzauber, wie immer, auf den Tesla. Also solche Bases hier, ich denke mal, die sind euch bekannt. Und ich ziehe jetzt mal die Hexen hier mit rein. Und dann soll das hier jetzt mal durch die Base durchgehen. Ich hoffe, dass ich meine Clanburg mal nicht brauche. Da ist ein Golem drin, den will ich mir mal sparen für den nächsten Angriff. Hier giften wir mal so ein bisschen was durch. Die Queen, dass sie nicht ganz so viel Schaden macht. Das sieht aber noch ganz gut aus hier. Mal sehen. Wir müssen halt letztendlich müssen wir nur gewinnen. Wir müssen nur gewinnen. Wie wir gewinnen, wie schmutzig, wie dreckig, wie unsauber, das ist egal. Und dann zünden wir jetzt aber schon mal zumindest unseren King. Und wo ist unsere Queen denn eigentlich? Diesmal vergesse ich sie nicht. Okay, die hängt da hinten an der Mauer. Ist ein bisschen unglücklich. Ist aber auch an der Stelle nicht so schlimm. Ah, die Base ist auch nicht offen hier. Die Base ist geschlossen. Und dann bringen wir die nochmal in Wut hier, dass es nochmal ein bisschen weitergeht. Da hinten ist nämlich mein Golem, der da tankt. Und nicht, dass mir so ein bisschen die Zeit davonläuft. Aber meine ganzen Truppen wollen jetzt raus. Och, was wollt ihr denn da? Keiner ist da jetzt drin, nur der Golem hier. Ganz alleine, aber der macht hier eine Defense nach der nächsten. Und der Olli hat heute schon recht in seinem Video. Da wo der Golem einmal hinlangt, da wächst kein Gras mehr, hat er recht. Ich meine, so schlechten Schaden macht er jetzt gar nicht. Der hat jetzt gerade 2 Dev-Gebäude hier weggeräumt, während er natürlich die ganze Zeit beschossen wird. Und ist gar nicht mal so schlecht. Und jetzt können meine Truppen da ganz bequem ran herlaufen. Die laufen da jetzt. Ah nein, oh, ja, da war ja noch ein Bogenschützenturm. Den könnt ihr ruhig mitnehmen. Oh, die Bowler. Die Bowler haben ja auch mal ein komisches Hirn. So wie ich vermutlich auch. Und denken oftmals ein bisschen quer. Ja, sieht aber ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus hier. Und jawohl, dann geht das hier durch. Ich denke, das werden auch, ja, den machen wir ganz auf Null. Der ist jetzt ganz auf Null und ja, gar nicht mal so schlecht. Der Angriff war jetzt ein bisschen teurer, aber einfach mal wieder eine andere Armee hier genommen. Ein paar Pokale gemacht und ist, ihr wisst, das ist nicht so mein Ding, wochenlang nur mit einer Strategie anzugreifen. Deswegen nutze ich ja immer ganz gerne einfach mal ein bisschen was anderes. Und Hexen habe ich hier im RH10-Bereich noch nicht so wirklich genutzt. Wieder ein bisschen Dunkles, ein bisschen Elex, alles Tutti hier. Oh, und wir haben auch den
Sternebonus, ja, der Sternebonus kommt ja auch in einem Event. In 4 Tagen, 20 Stunden geht's los. Da gibt es The Art of War. Da gibt's also viermal, oh, vierfach für in Clankriegen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich mit Thorsten und mit dem Avatar wieder in Clans bin, mit denen ich, wie hieß der Angriff hier? Schoolhouse Rock. Das ist ja cool. Das Golem-Event ist Schoolhouse Rock. Und abschließend will ich die Folge aber mit jemandem, den ich jetzt schon 1000 Mal gelöscht habe. Es ist dieser Tech hier vom Clasher, beziehungsweise der Clasher, so heißt er hier, vom Cloud Nano. Ich glaube, ich war ja schon mal war ich im Cloud Nano oder im Cloud Mini? In irgendeinem der Cloud-Familien-Clans war ich schon mal. Er ist ein Rathaus 9 hier. Heute ist er mal dran. Nicht, weil er heute lebt, also weil das Dorf fertig ist, sondern weil ich ihn jetzt schon, ich glaube, 10 Mal weggelöscht habe. Also schreibt mir nicht so viele Texte unter die Videos. Ihr kommt alle dran, aber es dauert halt seine Zeit. Und er ist hier ein guter Rathaus 9er, wie ich finde. Und Queen geht jetzt gerade ein Level. Jawohl, Queen geht hoch, wunderbar. Zieht er also zum King nach, 15er Pärchen hat er dann schon mal. Das super nächste Ability ist dann da. Das heißt also, ich glaube, ein oder zwei Bogenschützinnen kommen da dann ja etwas mehr raus. Und auch die Fähigkeit der Queen ist dadurch etwas verlängert, also top. Und auch hier decken vor allen Dingen die Magiertürme richtig schön hier die Luftabwehr mit ab. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Im Kreis hier gestellt, jawohl, er ist auch recht hoch gerankt. In Meister 1 war aber schon ein bisschen höher, er war schon ein Champion, hat sich die 2000 Gems schon abgeholt. Hat er ja gut gemacht, hat schon ein paar Mal verteidigt. Ja, gar nicht mal so schlecht die Base. Ich glaube, da kann ich mir mal, wartet mal. Nee, brauche ich mir gar kein Foto von machen. Denn der Clasher, ich kenne ihn aus dem Discord-Servern, also auch ich bin bei Cloud im Discord so ein bisschen verankert und der kann mir seine Base auch mit den Fallen sicherlich mal geben. Ich hoffe, das kurze Statement hier aus dem Rathaus 10 zumindest hat euch für heute schon mal gefallen. Ich werde euch morgen die Folge präsentieren, wo ich denn mit Thorsten eigentlich abgeblieben bin und was es mir da vor allen Dingen gegangen ist, warum ich ausgerechnet in den Clan gegangen bin. Das war so ein bisschen witzig, ist also eine witzige Situation. Und ich würde sagen, bis morgen, euer Toto. Tschüss.